Ja, Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zum kurzen Video. Ja, bei mir hat sich wieder eine kleine EDC-Veränderung ergeben im Wallet-Bereich. Ich bin ja immer auf der Suche nach dem optimalen Wallet und wechsle da immer wieder mal was durch. Manchmal wird es kleiner, manchmal wird es größer, manchmal willst du dein Gear dabei haben, manchmal brauchst du mehr Karten. Und jetzt habe ich gerade mal alles aus der Schublade rausgekramt, was hier so an Wallets und, ja gut, Messer, Holster hier inzwischen so rumfahren und kann euch da mal die letzten Variationen so zeigen, wo ich so immer zwischen klein und groß hin und her geschwankt bin. Hier das klassische TFG EDC WLT habe ich von denen hier auf dem Tisch als erstes getragen, auch ziemlich lange, weil super praktisch. Du bekommst halt hinten ein paar Karten rein, da noch ein bisschen Scheinchen rein. Und du hast halt vorne noch zwei Fächer, wo ich eigentlich immer ganz gerne eine Lampe drin gehabt habe. Und da kannst du natürlich, sage ich mal, kleine Taschenmesser, so EDC-Knives reinmachen. Von der Größe, wenn es noch nicht eingetragen ist, kannst du ein Kadett reinmachen. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal an ein paar, zwei Layer Pioneer gewöhnt hast, wird es halt ausgeleiert, da wird dir vielleicht ein Kadett nicht mehr so gut halten. Aber ich habe hier zum Beispiel so große Folder drin gehabt, weil das macht ja nichts, wenn es ein bisschen drüber guckt. Ist sogar besser, dann kann sich's in der Hosentasche schon nicht mehr querstellen, weil es eben länger als breiter ist. Das war eigentlich immer ganz praktisch. Dann habe ich mal die Nummer größer ausprobiert. Zentimeter breiter. Da hast du natürlich ein bisschen mehr Spielraum gehabt für die Karten. Da passt ja aber auch wunderbar noch das Messer rein. Aber hier hast du natürlich den Vorteil gehabt, es war nicht für jedes Fach hat so 5 mm mehr. Da konntest du dann auch mal ein etwas stärkeres Messer reinmachen. Je nachdem, wie viele Karten du hinten reinmachen wolltest. So die Anzahl der Karten hat dann halt immer vorne so ein bisschen begrenzt oder die Stärke der Utensilien vorne hat halt hinten danach wurde die Anzahl der Karten begrenzt. Was aber cool war, ist immer hier die Schlaufe. Da kannst du nämlich immer noch wunderbar einen Stift anbringen. Ja, wenn du Cargo-Hosen trägst mit so breiten Hosentaschen, ist sowas zum Beispiel ganz praktisch. Da kannst du ein bisschen mehr und ein bisschen breiteres oder größeres oder längeres Equipment in den Wallet machen. War auch immer ganz cool. Dann bin ich mal auf ganz klein umgestiegen. Einfach nur so ein Kartenwallet. Das ist auch handmade in Germany. Die hier kommen übrigens in handmade aus Spanien. Das ist natürlich dann die super kompakte Version. Da machst du dir nur ein paar Karten rein, ein bisschen Bargeld. Fertig. Das Ganze gibt es dann aber auch, sage ich mal, von Vanquest, so im Nylon-Style. Da kannst du dann eben auch ein paar Karten, Visitenkarten, EC-Karten, Kreditkarte, Ausweis, Führerschein reinmachen. Hier sind ja sogar RFID geblockt. Hast du kein zusätzliches Geldfach, einfach nur die kompakteste Version, dir ein paar Karten in die Hosentasche zu stecken, was ja heutzutage meistens schon reicht. So, jetzt probiere ich aber mal größer aus. Und zwar so ein richtiges Wallet von Vanquest. Da kann ich zwar keine Ausrüstung unterbringen, ne? Weil dazu die Taschen fehlen. Müssen da hinten noch irgendwelche zwei quer hin. Aber dann wären wir ja wieder bei sowas von der Größe nachher fast. Sondern einfach nur auf Geldbörse. Dafür noch schön schlank. Kannst du mal in die Hosentasche stecken oder in die Innentasche vom Sakko oder in deine Herrenhandtasche. Und hier hast du halt genug Fächer für Plastikkarten, Visitenkarten und sonst irgendwelche Karten. Und du hast hinten noch ein schön großes Fach, wo du Papiere unterbringen kannst oder eben auch Bargeld. Aber wie gesagt, super flach. Das sind hier die Vanquest Cash. Das sind die Vanquest Fort. Klein und groß. Gibt es jetzt inzwischen sogar schon in der Version 3 Ausführung, auch so RFID geblockt und so. Ja, Veränderung im EDC-Wallet. Werden wir mal ein Vanquest Cash ausprobieren. Hatte ich noch nie in den Fingern, weiß gar nicht warum. Ist aber gar nicht so schlecht, weil du doch heutzutage immer mehr Karten mit dir rumträgst. Von daher ist so ein größeres Teil nicht schlecht für die ganzen Karten und noch ein bisschen Paperwork hinten rein, ne? Je nachdem. Ja, sonst im EDC. Oh, habe ich eine, okay, in meiner Jeans. Moment, wichtigstes Utensil schon seit letztem Jahr. Und ich gehe mal fast davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder die
Tragezeit Nummer 1 bekommt. Darum brauche ich momentan auch gerade nicht noch ein zusätzliches Fach im Wallet. Darum steige ich ja auch gerade hier von so einem Wallet auf so ein Wallet mal um, weil ich das Leatherman immer habe. Beim Arbeit einfach bestes Tool. Kann ich nicht anders sagen, ne? Jeden Tag Verpackung öffnen und dann die Kartons sind so massiv und stark und weiß nicht, wie die schneiden und nachher zusammenbauen, aber eigentlich schon perfekt, die Kartons aufzuhebeln mit hier mit dem Hebelwerkzeug. Und hier Verpackungen, Klebebänder, Spanngurte aus Kunststoff und ich habe damit schon Spanngurte aus die ganz leichten, aus, ich weiß sowas, was sind die, irgendeinem Blech oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie Alu verwenden, das wäre zu teuer, irgendwelche kleinen Blechbänder. Habe ich hier auch schon mit den Wellenschliff geschnitten, das Ding schneidet einfach alles auf. Von daher perfektes Tool. Darum jetzt mal hier in der Verbindung. Und sonst am Sonntag, wenn es mal fein zum Essen geht oder so, habe ich hier den Franzosen hier noch im Lederhöschen in der Hosentasche. Ja. Taschenlampe und Kugelschreiber sind in der Herrenhandtasche. Und somit bin ich eigentlich hier immer gut ausgestattet. Und jetzt mal wieder fast wie so ein klassisches, bloß früher hast du hier noch die Münzfächer gehabt, aber Münzfächer, das schmeiße ich in die 5. Pocket, in die 5. Jeanshosentasche rein, fertig. Mal so ein Wallet. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich die Dinger schlagen, ne? Über Mittel zu klein, zu groß. Ja, ihr wisst Bescheid, Freunde, ne? Ruhe bewahren und immer schön EDC am Mann haben und verwenden. Jo. Sag ich schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten EDC Update Video. Ah ja, genau. Die sind jetzt übrigens draußen. Ah, noch was, genau, wo ich die Batterie sehe, was auch cool ist. Habe ich auch schon mal gemacht, eine Weile. Wenn ich nicht den kleinen Kugelschreiber dabei hatte, sondern zum Beispiel den großen, und im Büro trage ich ja Hemd, dann habe ich den in der Hemdtasche, dann ist das Fach ja eigentlich frei, oder du kannst natürlich einen zweiten Kuli, aber was ich jetzt dann mitgenommen habe, ich habe da als hier die zweite Batterie reingemacht für die Taschenlampe. Dann hast du da auch nochmal auf jeden Fall Backup, fliegt doch nicht raus, ne? Vor allem wenn es zum Beispiel dann noch neu ist, dann ist diese Gummilasche auch noch richtig fest und kommt auch kein Kontakt hin da drin, ne? Dass es irgendwie Kurzschluss oder sonst was gibt. Perfekt geschützt hier zum Beispiel nochmal die Batterie für die Lampe. So hast du natürlich dann auch nochmal, ne? Licht ist ein wichtiges Utensil. Und eine Lampe dabei zu haben ist praktisch. Und noch ein Ersatzbatteriechen oder ein kleiner Ersatzakku ist natürlich perfekt. Genau, das wollte ich euch noch zeigen, für was die Schlaufe auch noch gut ist. Ich denke, da kriegt man auch eine Doppel-A rein, wenn man da ein bisschen... Spannt vielleicht dann ein bisschen zu kräftig, aber diese Gummischlaufen sind extrem robust. Ne? Also, aber gut, ich habe hier als was immer noch AAA-Lampen, aber ich denke, da kriegst du auch Doppel-A rein. Und hier kriegst du auch eine Doppel-A, wenn sie wirklich schlank gebaut ist, kriegst du hier auch eine Doppel-A rein, hatte ich auch schon. Oder man nimmt halt das XL-Wallet, also 5 mm mehr Platz. Und mit der Zeit wird das Leder dann auch weicher. Das habe ich noch gar nicht so viel getragen, darum ist das Leder noch ziemlich steif. Das da ist schon, sieht man, ne? Hat schon ein bisschen stärker die Formen angenommen. Ist aber das Schöne am Leder, das passt sich dann irgendwann an die Utensilien an, die man immer da drin hat, und dann trägt sich das mit der Zeit sehr, sehr angenehm. So, ich glaube, das war's. EDC Wallet Update. Schauen wir mal, was es das nächste Mal gibt.